Willkommen zum Forzaton in der Serie 31 im Sommer, wo wir mit dem italienischen V8, und zwar dem 2009er Ferrari 458 Italia, die vier Kapitel abschließen müssen. Und zwar im ersten Kapitel müssen wir ihn besitzen und fahren, das dürfte nicht das Problem sein. Im zweiten Teil müssen wir ein Straßenrennen gewinnen, im dritten Teil müssen wir dann 3 Sterne in Blitzerzonen erhalten und im vierten Kapitel müssen wir dann 5 Beinahe-Treffer mit diesem Fahrzeug erhalten und schon erhalten wir die 160 Forzaton-Punkte in dieser Saison. Wir beginnen natürlich wie immer Kapitel 1. Besitzen und fahren, überhaupt kein Problem. So, in Kapitel 2 dürfen wir dann ein Straßenrennen gewinnen und zwar sind das in diesem Falle mal die blauen Straßenrennen, also die Straßenrundrennen und Sprintrennen. Ich nehme dafür einfach das Rennen Estadio. Welches tatsächlich genommen wird, ist völlig egal. Hauptsache es ist eins von den blauen. Nehme natürlich dafür den 458 Italia. So, dann müssen wir das natürlich möglichst gewinnen, damit wir das Kapitel 2 abschließen. Ich fahre ein paar Meter und dann springe ich Richtung Siegerehrung, Richtung Ende des Rennens und dann sehen wir uns gleich wieder. So, und wenn wir es dann gewonnen haben, ist damit Kapitel 2 auch abgeschlossen. Und dann folgt dann auch gleich so Kapitel 3. Wo wir natürlich brauchen... was war's? Wir brauchen 3 Sterne in Blitzerzonen. Dafür suchen wir uns natürlich eine raus, die eine Geschwindigkeit hat, wo es passt. 418 schafft dieses Fahrzeug nicht. Wir nehmen die Blitzerzone Mondpyramide. Das packt der auf jeden Fall. Das ist die hier bei Teotihuacan. So. Na, ich glaube, das war jetzt in diesem Fall sogar ein bisschen viel Anlauf. Das muss nicht sein. Ja, das ist ja relativ schnell auf Geschwindigkeit. Oh, das war nur 193. Und ich hätte 209 gebraucht. Na, dann müssen wir noch einmal durch. Aber das ist ja auch nicht das Problem. Ich hätte gedacht, er hätte weniger Probleme. Gut, aber jetzt brauchen wir ja nur noch 1 Stern. Das ist ja überhaupt kein Problem. So, damit dürfte dann eigentlich auch das Kapitel 3 abgeschlossen sein. Das ist korrekt. Und jetzt brauchen wir noch 5 Beinahe-Treffer. Dafür ist es natürlich einfach, immer das Einfachste, einfach stumpf auf die Autobahn zu springen. Sich mal eben fix 5 NPC-Fahrzeuge zu suchen, die man ein bisschen belästigt. Quasi 1, 2, 3, 4 und da ist der 5. So, und damit ist dann der Forzaton für diese Serie 31 auch vollständig abgeschlossen. Wir bekommen 160 Forzaton-Punkte und wir sehen uns in der nächsten Woche wieder. Bis dahin, ciao.